Es war eigentlich nur ein einfaches Foto, das der Israeli Ronny Edry auf Facebook postete. Es zeigt ihn mit seiner kleinen Tochter auf dem Arm, die eher beiläufig ein kleines israelisches Fähnchen in der Hand hält. Darunter steht: Iranians, we will never bump your country. We love you. Zu Deutsch: Iraner, wir werden euer Land nie bombardieren. Wir lieben euch. Heute hat die Seite Israel Loves Iran an die 70.000 Fans aus aller Welt. Inzwischen gibt es auch Iran Loves Israel und Palestine Loves Israel der Deutsch-Palästinenserin Juju. Robert B. Fischmann stellt die Initiatoren und ihre Website vor. Ronny Edry, ein 41-jähriger Familienvater und Reservist der israelischen Fallschirmjäger, wollte nur ein Zeichen setzen. Im März hat er deshalb ein Foto auf Facebook gepostet. Es zeigt ihn mit seiner kleinen Tochter auf dem Arm. Er beiläufig hält sie eine kleine israelische Fahne in der Hand. Darunter steht: Iranians, we will never bomb your country. We love you. Iraner, wir werden euer Land niemals bombardieren. Wir lieben euch. Tausende verbreiteten das Foto im Netz, kommentierten und teilten es. So entstand die Seite Israel Loves Iran mit inzwischen rund 70.000 Fans. Etwa je ein Drittel davon aus Israel und aus dem Iran. Wir reden immer nur über den Krieg, sehen die Bilder des Krieges. Da müssen wir die Einstellungen und die Wahrnehmungsweisen ändern. Das fängt damit an, dass die Leute laut sagen, wir wollen lieber Frieden, Liebe. Und wir möchten lieber versuchen, uns miteinander zu verständigen. Heute haben wir mit dem Internet das Werkzeug, um die Dinge wirklich zu ändern. Wir müssen einander nicht hassen. Wir einfache Leute können etwas ändern und diesen Krieg zwischen Israel und dem Iran und weiteres Blutvergießen im Nahen Osten verhindern. Ronny kennt den Krieg. Als Fallschirmjäger der israelischen Armee hat er im Libanon gekämpft. Du siehst als Soldat, wie Menschen verletzt und Familien zerstört werden. Und wofür? Für nichts. Ich möchte nicht, dass meine Kinder Soldaten werden und dass andere Menschen ihre Familien deswegen verlieren. Dafür habe ich auch kein Problem damit, dass ich der Naivling bin, der sich heraustraut und wir lieben euch sagt. Ronny unterrichtet Grafikdesign an einer Tel Aviver Hochschule. Krieg entsteht für ihn aus Bildern. Ich habe vor dem Iran Angst, weil ich die Iraner nicht kenne. Wenn du sie kennst und verstehst, gibt es keinen Grund mehr für einen Krieg. Du musst ein neues Bild, ein neues Image schaffen. Krieg ist wie ein Virus, aber Frieden ist der stärkere Virus. Mit diesem musst du den Kriegsvirus bekämpfen. Israelische Friedensaktivisten werden ausgelacht, beschimpft und mitunter auch bedroht. Ronny ist zum Glück noch nichts passiert. Noch gefährlicher ist das Engagement für Versöhnung auf der palästinensischen Seite. Juju nennt sich die 30-jährige Deutsch-Palästinenserin, die inspiriert durch Israel Loves Iran die Seite Palestine Loves Israel, Palästina liebt Israel, eingerichtet hat. Juju lebt in Deutschland. Ihren wahren Namen verrät sie lieber nicht. Ich habe einfach auf Facebook auch eine Seite gegründet, die ich genannt habe Palestine Loves Israel. Ich habe die ersten zwei Wochen gar nichts gepostet, weil ich von meiner eigenen Courage praktisch fast schockiert war. Dann habe ich aber immer mehr Zuspruch bekommen, habe dann angefangen, Messages zu sammeln. Mein Hauptziel ist eigentlich Kommunikation und miteinander ins Gespräch zu kommen, was ja eigentlich der Hauptgrund ist, warum dieser ganze Konflikt stagniert, dass man einfach nicht mehr redet. Man versteht sich nicht mehr, man redet nur noch in Phrasen. Juju war von den vielen positiven Reaktionen überrascht. Ich möchte das irgendwie durchbrechen und deswegen habe ich ganz viele Stimmen auch von Israelis bekommen, die gesagt haben, wir haben gar nichts gegen Palästinenser. Wir möchten gerne mit euch zusammenleben als Nachbarn, als Freunde und das muss möglich sein. Und ich habe das selber auch von Palästinensern bekommen. Auf der Seite ist es tatsächlich so, dass es eine Art Begegnungsstätte ist. Also ich administriere das nur und die Leute kommunizieren miteinander und stellen sich auch wirklich harte Fragen. Ein Palästinenser zum Beispiel schrieb einem Israeli, warum besetzt ihr unser Land, wenn ihr Frieden wollt? Und dann kamen die in einen Dialog, der so erstaunlich war, weil zuerst war wirklich eine Art unterschwellige Aggression und am Ende war es einfach nur, es tut mir leid, dass wir im Krieg miteinander sind und ich möchte eigentlich, dass die Palästinenser wissen, dass die Israelis nichts gegen euch haben. Das sagte dann der Israeli. Und am Ende war es wirklich so, es wurde von israelischer Seite die Frage gestellt, vielleicht liegt einfach der Grund von diesem Konflikt darin, dass wir Angst voreinander haben und wir müssen aufhören, voneinander Angst zu haben. Das war so simpel, selbst wenn es nur so ein klitzekleiner Tropfen auf den heißen Stein ist. Das hat mich sehr berührt. Jujus Familie lebt im Libanon. Manche ihrer Angehörigen im Lager Sabra, wo 1982 Milizionäre mit Unterstützung der israelischen Armee wahllos hunderte Palästinenser ermordet haben. Ihre Großeltern waren nach der Gründung Israels 1948 aus Haifa geflohen oder wurden von den Israelis vertrieben.
Aus dem Online-Kontakt mit Israelis hat Juju, wie sie sagt, eine Menge gelernt. Ein Nichtjude kann das nicht nachvollziehen, wie tief das Trauma des Holocaust bei Juden wirklich sitzt. Das kann man nicht nachvollziehen, wenn man die jüdischen Wurzeln nicht hat. Und was ein sehr großer Grund für diesen Konflikt ist, ist, dass sich beide Seiten als extreme Opfer fühlen. Ich kann das verstehen. Ich kann das vor allem von palästinensischer Seite nachvollziehen, weil ich auch Familienmitglieder in diesem Konflikt verloren habe. Und das ist eine Sackgasse. Also sollten wir wirklich mal neue Wege testen. Und wie sehen diese für Juju aus? Wir sollten vielleicht wirklich mal aufhören, uns als Opfer zu fühlen.